Für kräftige Pflanzen und eine ertragreiche Ernte brauchen wir sehr viel künstlichen Dünger. Willst du mich verarschen, du Abgefuckte? Willst du, das ist doch nicht dein Ernst? Nein, Spaß. Wir brauchen einen fruchtbaren Boden und den können wir auf verschiedene Weise aufbauen. Zum Beispiel mit verschiedenen Formen von organischem Material. Laub, Grasschnitt, Holzhäcksel, wenn wir Pflanzenkohle mitunter einarbeiten, Mist, Bokashi. Aber wir können auch uns Pflanzen zunutze machen. Denn das Wunderbare ist, dass die Pflanzenwelt sehr groß ist und jede Pflanze ihre eigenen individuellen Fähigkeiten haben. Und wenn wir die wissen, dann können wir dann spezielle Pflanzen nutzen, die den Zweck erfüllen, den Boden aufzubereiten. Tauchen wir in die Welt der Pflanzenpioniere ein und beginnen gleich mit dem Sonnenschein, und zwar die Sonnenblume, die ja überwiegend bei den meisten wegen schönen Blüten angebaut wird. Ist eine ziemliche Freude, versüßt auch einen Tag mal so schöne gelbe Blüten oder auch braun, rot oder auch geflammt zu sehen. Hat auch noch einen sehr großen Vorteil für die Insekten, also Hummeln und andere Bienen lieben zum Beispiel die Sonnenblume sehr. Und auch dann die Vögel können dann hier die Vögel picken, zum Beispiel im Winter. Allerdings gibt es spezielle Sonnenblumensorten, die für die Gründüngung geeignet sind, weil sie zum Beispiel große Blätter bilden. Und die Sonnenblume bildet auch sehr tiefe Pfahlwurzeln und kann auch hier zum Beispiel den Boden aufbrechen, der verdichtet ist, auflockern, Sauerstoff damit reinbringen. Und wenn die dann zum Beispiel oben kaputt geht, durch den Frost zum Beispiel, dann haben erstmal die Regenwürmer die Wurzeln, die sie umsetzen können und den Boden auflockern, und auch noch die große Masse, die halt dann die Sonnenblume gebildet hat, tut dann oberflächlich nochmal für den Mulch sorgen, und die bringt halt hier die Nährstoffe von unten nach oben, damit halt hier Kulturen, die jetzt nicht so tiefe Wurzeln bilden, wie zum Beispiel der Salat, mit Nährstoffen versorgt werden können und mit dem Leben. Der beste knackige Salat ist der Batavia. Und hol dir mal das Bild vor Augen von einer 4 Meter großen Sonnenblume, die wird ordentlich tiefwurzeln. Zu den Tiefwurzlern gehört auch die Luzerne, und die hat auch so ziemlich die gleichen Eigenschaften wie die Sonnenblumen, also von der Unterstützung der Bienen, von der Tiefwurzelung, von der Blattmasse. Alles wunderbar. Das Gute ist halt, dass sie auch Stickstofffixierer ist, weil die Luzerne eine Leguminose ist. Das heißt, dass der Stickstoff aus der Luft in den Boden reingebracht wird mit Hilfe der Knollenwurzeln. Das begünstigt nochmal zusätzlich die Humusförderung. Neben der Luzerne haben Kleearten und auch die Wicke diese Fähigkeit der Stickstofffixierung für den Boden. Die Luzerne kannst du auch als Futterpflanze für Pferde und Rinder anbauen. Und das Gute auch dabei ist, an der Sonnenblume und auch an der Luzerne, aufgrund ihrer Tiefwurzelfähigkeiten und auch aufgrund ihrer Masse, dass sie auch Beikraut mit unterdrücken, im Boden bedecken und so vor Erosion schützen durch die Sonne oder auch den Wind. Und weil sie so tiefe Wurzeln haben, halten sie den Boden auch fest, was auch für die Vermeidung von Überschwemmungen sorgen kann, besonders in den Hanglagen, um halt hier auch den Boden zu fixieren. Das ist bei mir in der Region sehr wichtig, weil es gibt hier sehr viele Felder an den Bergen der konventionellen Landwirtschaft. Es gab in den letzten Jahren auch dann Zeiten mit sehr vielen Regenfällen und Überschwemmungen, wodurch dann das ganze Wasser von den Bergen runter ins Tal, in die Ortschaft reingeflossen ist und dort hier für Überflutungen bei den Kellern gesorgt hat. Kennst du den Bienenfreund oder die Bienenweide Phacelia? Ist auch eine super Gründüngungspflanze, die man bei sich im Garten nutzen kann. Auch hier, die Pflanze ist, wie der Name schon sagt, bienenfreundlich, und sie ist eine recht zügig wachsende Pflanze, die halt sehr viel Blattmasse auch bildet, auch den Boden wieder bedeckt, Beikraut unterdrückt, Boden auch gut durchwurzelt. Und das Gute, warum ich sie sehr gerne nutze, ist, dass sie halt sehr kältebeständig ist. Also wenn es auch mal frostet, dann kann es dann sein, dass sie auch kurz abstirbt. Aber wenn es dann mal wieder Richtung Februar, März geht und die Temperatur mal wieder so um die 10 Grad ist, dann treibt die auch wieder aus mit neuer Blattmasse. Und das finde ich ja das Gute daran, dass sie halt erstmal einen richtig starken Frost braucht, um überhaupt einzugehen. Auch das Gurkenkraut, der Borage, unterdrückt auch das Beikraut und ist eine super Pflanze für die Bienen, bildet auch eine gute Blattmasse und du würzest schön im Boden, und den könnte man auch zur Bodenverbesserung nutzen, aber im Vergleich zur Phacelia halt mehr so im Sommer geeignet, weil die halt Richtung Herbst dann sehr schnell Mehltau auch bekommt, was bei mir jetzt zum Beispiel der Fall ist, oder dann halt auch das Gleiche kannst du auch in den Kornblumen machen, nutze ich auch sehr gerne in der Mischkultur, um den Boden auch wieder durchzulockern und auch hier für Schädlingsprävention zu nutzen. Stichwort Mischkultur und Schädlingsprävention, habe dazu auch einige Videos gemacht, werde ich dir hier oben in der Infobeschreibung mit verlinken, beziehungsweise findet ihr es auch unten in den Links. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, weil ich gerade Mischkultur im Gemüseanbau erwähnt habe. Du kannst natürlich auch Pflanzen nutzen zur Bodenaufbesserung,
die jetzt vielleicht nicht in die Kategorie Gründüngung per se reinkommen, beziehungsweise starke Bodenverbesserer, aber die man trotzdem gut anbauen kann und auch anbauen sollte. Und darunter zum Beispiel Feldsalat, Portulak, Grünkohl und anderes winterbeständiges Gemüse. Diese Kulturen sind winterhart und da ist halt auch der entscheidende Punkt, weil im Winter möchten wir auch irgendwie versuchen, unsere Pilze zu füttern und auch am Leben zu erhalten. Es ist ja so, dass die Pilze in Symbiose mit den Pflanzen gehen, weil die Pflanzen hier Photosynthese betreiben, dadurch Zucker generieren, die Pilze keinen Zucker generieren können, weil sie ja unterirdisch sind, keine Photosynthese betreiben. Das heißt, die gehen halt hier in die Symbiose mit den Pflanzen, erweitern so die Wurzeln, erschließen mehr Nährstoffe und so weiter. Und dafür bekommt der Pilz von der Pflanze den Zucker von der Photosynthese. Im Winter, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Boden offen lassen oder nur mit Mulch bedecken, arbeitet zwar das Bodenleben, aber die Kraft brauchen ja immer noch irgendwie die Pilze, dass sie halt auch über den Winter gut kommen können, damit wir halt hier weiteren beständigen, fruchtbaren Boden haben. Und da können wir halt jetzt hier die winterharten Pflanzen nutzen, wie den Feldsalat, den Portulak, die halt einen schönen Bodendecker auch bilden und auch hier, wenn es mal im Winter die Sonne scheint und es frostfrei ist, auch Photosynthese betreiben können und da die Pilze mit versorgen können, damit die auch gut über den Winter kommen. Beherzigst du diesen Tipp, dann ist eine Ernte vom Winter bis in den Frühjahr auch möglich. Feldsalat, Portulak, Wintersalat, wenn du ein Treibhaus oder einen Folientunnel hast, kannst du auch anbauen. Grünkohl, Rosenkohl, alles möglich. Hauptsache, du lässt deinen Boden nicht einfach offen. Wenn mulchen, aber sonst die optimalste Lösung ist, bewachst lassen mit Mulch. Team Mayo, Ketchup oder Senf? Wenn man mich fragen würde, dann würde ich einfach sagen Team Senf, aber nicht zum Essen, sondern wegen dem Anbau. Auch diese Pflanze hat wunderbare Eigenschaften, schnellwüchsig, bekommt man eine ordentliche Biomasse dahin, auch gut für die Bienen, kann man für die Ölproduktion nutzen, als Futterpflanze, Boden durchwurzeln und weil die Pflanze ein Kreuzblüter ist, sondert die auch bestimmte Stoffe in dem Boden ab, die halt für die Schädlingsreduktion im Boden sorgt. Diese Pflanze kann auch als Bodenreiniger genutzt werden, aber die Top 1 Pflanze der Bodenentgiftung und Bodenreinigung ist immer noch der Hanf und hier speziell bei der ganzen Debatte drumherum, ob Cannabis legalisiert werden sollte oder nicht oder der Anbau dahinter, Nutzhanf besser als Cannabis. Ja, mit dem Nutzhanf kann man so viele schöne Sachen machen. Einerseits vom Wachstum her von der Pflanze, sie ist schnellwüchsig, kommt eigentlich auf jeden Boden ziemlich gut klar, also hat hier nicht so große Ansprüche. Nutzhanf bekommt auch eine ordentliche Höhe, 4, 5, 6, 7 Meter, bildet auch dementsprechend die Wurzeln, wo auch hier der Boden gut aufgelockert wird und oben auch die ganze Biomasse, die auch hier für den Bodendünger genutzt werden kann, auch wertvoll für die Bienen wiederum und den Nutzhanf kannst du ja mit den Fasern sehr viele Sachen auch machen, also Kleidung herstellen, Beton machen, Seile herstellen, also was man aus diesem Produkt alles machen kann, ist unbeschreiblich. Weil der Hanf sehr pflegeleicht ist in Bezug von Schädlingen, schützt er sich selber, muss man jetzt hier nicht auf die Chemiekeule wie Glyphosat wieder mit eingehen, wo die EU schon wieder komischerweise immer sich für die Natur und Klima einsetzen möchte, aber Glyphosat wahrscheinlich wieder für die nächsten 10 Jahre zugelassen wird. Ein Grund mehr, Nutzhanf anzubauen, denn dieser kann auch den Boden wunderbar entgiften und dann tun wir halt unsere Sünden damit wieder begleichen mit dieser Photosanierung. Neben der Photosanierung kann man auch Hanf als Tierfutter nutzen, zu Hanfsamen für den menschlichen Konsum oder auch für die Ölproduktion oder CBD draus machen. Für den uneingeschränkten Nutzhanfanbau bei Cannabis, da könnt ihr euch ruhig streiten, das interessiert mich auch weniger. Wo wir uns zu 100% nicht streiten müssen, sind weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, die euch im Leben auch voranbringen in Sachen Gesundheit oder auch Permakultur. Hier an der Seite zwei weitere spannende Videos, die du unbedingt anschauen solltest.